Ich hab dich. Hier. Geht's? Okay, sieht gut aus. Na komm. Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporen eingeatmet. Du weißt doch, ich bin immun. Okay, du bist immun? Ach komm. Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Die Verletzung. Maria und Tommy und Joel sind die einzigen, die es wissen. Und jetzt du? Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Sag doch was. Ellie. Ich glaube, ich bin schwanger. Was? Keine Sorge, es ist nicht deins. Was sollen wir... Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein? Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Ich schaue nach, ob sie sicher ist. Ruh dich aus. Okay. Wow. Joel, du würdest es lieben, hier einen Film zu gucken. Gruselig. Niemals.
myself. Das klingt doch allmählich nach was. Bin schlecht. Nein. Die muss erst mal Hornhaut wachsen, das ist alles. Ja. Okay, na los. Was ist das? Ja. Oh, shit. Ich rate jetzt mal. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Keine Ahnung. Ist es ein Dinosaurier? Hör auf zu raten, ich sag's dir nicht. Okay, ist es ein Elefant? Ist es ein Cabrio? Kommst wenig drauf. Ist es ein Welpe? Ist es ein Haufen Kätzchen? Du meinst einen Wurf. Was ist ein Wurf? Ein Haufen Kätzchen. Wieso sagst du da nicht einfach ein Haufen Kätzchen? Ich weiß nicht wieso, es heißt einfach Wurf. Echt voll dämlich. Mehr gehen, weniger reden. Sei vorsichtig. Alles gut. Ups. Ah! Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Willst schon sehen. Hier geht's lang. Du bist mies. Du schwimmst schon besser. Aber denk dran, nicht rumfuchteln. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Elli, komm her, sieh dir das an. Siehst du den Hirschstock? Siehst du, da drüben, schau. Ja, ich sehe es. Ja? Sieht aus wie... Und, wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja, eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Du musst hier drunter durchtauchen. Hol ganz tief Luft. Ja, ich kann das. Geschichtslehrer aus der 6. Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war? Wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Fireflies Terroristen nannte. Wir mussten oft nachsitzen. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ist schwer, wenn jemand so fies ist. Trotzdem. Wieder ein Tauchgang. Wo bringst du mich hin? Ist es ein neues Paar Turnschuhe? Wie viele hast du eigentlich davon? Nicht genug.
Hier. Okay. Ach, scheiße. Genug geraten. Oh, gut. Aber ist es eine riesige Comic-Heft-Sammlung? Nein, warte. Ein neues DVD-Set? Ja. Welches denn? Bloß ja. Vielleicht Laserdiscs. Die sollen mega sein. Ach du Scheiße, Joe. Da wären wir. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier. Das ist er. Joel! Überraschung. Ach du Scheiße. Es ist ein gottverdammter Dinosaurier. Der König der Echsentyrann. Na, du Großer? Was hast du vor? Ellie, sei vorsichtig. Ich klettere auf einen Saurier. Ja, das sehe ich. Aber brich dir nicht den Hals, wenn du runterfällst. Was tust du da? Nicht springen! Kletter einfach runter! Hey! Hast du das gesehen? Ja, habe ich. Super, dass du dir nichts gebrochen hast. Ach, das war super.